Splatoon 2 Final Fest Splatocalypse. Die Splatocalypse. Oh mein Gott. Perla und Marina, unser tentacooles Duo. Sie stellen uns das letzte Splatfest vor und deswegen habe ich mir gedacht, ich pack doch nochmal einen Splatoon 2 Part oben drauf, damit das Projekt 20 Parts hat. Nein, einfach wegen dem letzten Splatfest, das muss nochmal anständig gewürdigt werden. Das heißt, wir dürfen uns wieder eine Mannschaft auswählen, besser gesagt ein Team auswählen, welchem wir beitreten wollen. Chaos oder Ordnung? Ja. Doch was will ich eigentlich? Bin ich mehr der Typ Ordnung? Bin ich mehr ordnungsliebend oder bin ich mehr der Chaot? Tja. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ihr seid richtig tentacool. Gut. Ich habe mich noch nicht angemeldet. Höchste Zeit, mir mein Splatfest-Shirt abzuholen, sozusagen. Und zwar hier an dieser Tafel. Titi ist auch hier. Und Don Fuerte, ich habe erst Dorftüte gelesen. Hallo Dorftüte. Okay, ja, das Splatfest. Welchem Team möchte ich beitreten? Ich bin ein Chaot. Ich war schon immer ein Chaot. Und deswegen, natürlich, Team Chaos. Warum sollte ich diese Wahl ändern wollen? Nö. Das Shirt muss ich leider wieder abgeben. Schade. Ah, sehe ich nicht cool aus? Ein wahrhaft tentacooles T-Shirt. Damit kann ich doch ordentlich den Revierkampf bestreiten. Gehen wir's an. Splatten wir. Okay. Schleune 82, Joey und Pinkster. Ich hoffe, ihr seid bereit für all das, was da kommen wird. Gegen eure Mutter, Luna, Wolfi, Jay und Voltron. Der Flunder Fun Park. Das wird doch, wenn das kein Fun macht, dann weiß ich auch nicht. Eure Ordnung könnt ihr vergessen. Wo wir hingehen, regiert das Chaos. Und ich dachte ursprünglich, es wären die Farben Schwarz und Weiß. Es sind aber die Farben Gold und Silber. Das hat was. Und es ist nicht mal Hard Gold und Soul Silver. Okay, ich höre schon auf. Ja. Naja, geben wir unser Bestes, oder? Im Gegensatz zu Game Freak. Okay, ich kann es ja doch nicht sein lassen. Ja, herzlich willkommen bei Splatoon. Ich liebe Splatoon. Wollte ich an dieser Stelle nur nochmal loswerden. Ich hab's, Also ich habe ja jetzt eine Reihe an Switch-Spielen. Die Konsole ist ja jetzt auch schon 2,5 Jahre auf dem Markt fast. Und erstmal aufpassen hier. Shit. Den hätte ich eigentlich. Luna Wolf hätte ich kriegen müssen. Ich bin im Einfärben, bin ich einsame Spitze. Wo was noch ausbaufähig ist, ist das 1 gegen 1. Definitiv. Ja, wie auch immer. Ich hab ja meine Switch-Spiele mal so ein bisschen verglichen, alles was ich mir so geholt habe. Und hab mal so versucht, so eine Rangfolge zu bilden. Und ja, Splatoon 2 ist in dieser Gunst immer noch auf dem 4. Platz, das muss man sagen. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Switch hat jetzt schon die wesentlich bessere, wesentlich größere Auswahl an Top-Titeln im Vergleich zur Wii U. Weil halt das Beste von der Wii U halt auch auf der Switch... Oh, scheiße. Danke, ihr habt mir geholfen. You saved me. Ach, mein Team ist Verlass. Oh Gott. Ah. Weil auf der Switch halt eben so eine große Anzahl wirklich an Top-Titeln vertreten ist. Aber Splatoon 2 immer mit einem guten Platz 4 in meiner Gunst. Und wird auch wirklich nur noch getoppt von Breath of the Wild, Mario Odyssey und für manche vielleicht überraschend Sonic Mania tatsächlich. Sonic Mania steht bei mir sehr hoch im Kurs. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lieblings-Sonic war immer Sonic 2 für den Genesis. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird. Ich bin drauf und dran zu sagen, Sonic Mania ist das beste Sonic aller Zeiten und ich will nie wieder ein anderes Sonic spielen, tatsächlich. Wurde ich immer ein großer Verfechter von Sonic 2 und auch von Sonic Generations war. Sonic Mania legt nochmal eine Schippe oben drauf. Wobei ich Sonic Generations und Sonic Mania nicht so sehr vergleichen möchte. Dann doch eher der Vergleich mit den Genesis-Titeln. Und da steht Sonic Mania. Sonic Mania nimmt einfach alle Stärken.
und packt noch was Eigenes drauf und das ist wundervoll. Deswegen steht das bei mir so hoch im Kurs, sogar noch vor Splatoon. Und Splatoon ist wirklich eine Franchise, die ich im Laufe der Jahre sehr, sehr lieb gewonnen habe. Das habe ich hier immer wieder durchblitzen lassen. Ich habe natürlich trotz allem nicht allzu viel gezeigt hier, weil es nicht so... Ah! Schade, dann hätte ich gerne noch im Himmel geholt. Oh, erst mal gucken. Das wird knapp. Das wird knapp. Ah, schade. Das haben wir verloren. Ja. Ich habe trotzdem nicht so wahnsinnig viel gezeigt, weil das Projekt halt nicht so gut ankam. Aber ich habe mir gedacht, trotzdem für das Splatfest, für das Letzte, es ist das Letzte. Ich will es irgendwie auch nochmal auf meinem Kanal irgendwie verewigt wirken, wissen. Beitrag 0. Okay, man bekommt also keine Punkte, wenn man verliert. Macht ja Sinn. Ich habe ja keinen Beitrag geleistet zur Gewinnquote dadurch. Na gut, splatten wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Daddy! Erst gegen Mom, nun gegen Daddy. Das ist wundervoll. Ein Splatfest für die ganze Familie. Mal schauen, ob es gegen Daddy besser läuft als gegen Mommy. Aber naja, wie gesagt, ich bin der Einfärbetyp. Ich bin der Bombengespammetyp. Nehmt meine Bomben und sterbt. Oh ja, ihr alle. Halbes Jahr nicht mehr gespielt. Scheiß drauf, Pizza. Beim nächsten Mal kriege ich dich. Und dann verspeise ich dich. Immer. Grundsätzlich. Läuft doch bis hierhin ganz gut. Nochmal Bomben. Werden wir diese Runde für uns entscheiden können? Noch ist über eine Minute Zeit. Noch ist der Käse nicht gesse, könnte ich sagen. Aber ich muss schon sagen, die Spieler sind besser als noch vor... wann habe ich das Spiel das letzte Mal... Also bestimmt ein halbes Jahr her, eher länger. Die Sache war ja die, dass ich nicht für Nintendo Online zahlen wollte und deswegen das Spiel liegen lassen musste. Und ja, jetzt habe ich es wieder so ein bisschen angefangen und ich... Ach, holla die Waldfee. Die Spieler sind gut geworden. Ich habe so ein bisschen meine Probleme im 1 gegen 1 tatsächlich. Also noch mehr als früher. Und werde mich da wirklich aufs Einfärben konzentrieren. Das habe ich aber sehr schnell wieder drin. Hier ständig die Tinte abtauchen, wieder auftauchen. Farbe möglichst weit verspritzen. Ich habe ja die Tinte immer früher bei meinen allerersten Runden Splatoon, wo ich das Spielprinzip noch nicht so ganz drauf hatte. Da habe ich auf den Boden geballert und habe mich gewundert, warum kriege ich denn keine Punkte? Deswegen habe ich ja am Anfang immer nur den Roller genommen, weil mit dem hast du wenigstens Punkte bekommen. Bis ich mal auf die Idee kam, mal so ein bisschen in die Luft zu ballern, die Tinte dadurch weiter flog und dadurch natürlich dann auch mehr Punkte kommen. Ihr dürft nicht einfach nur stur auf den Boden ballern. Und oh, und die haben wir zerstört. Hey Chaos Team, du alter Zerstörer. Da guckt Schleune 82. Oh, 10 Kills hat Schleune ge... 10 Kills, 9 Kills, 8 Kills, 1 Kill. Es tut mir leid. Immerhin war ich besser als Daddy und Dom. Und ich habe am meisten eingefärbt. Ich habe trotzdem die meisten Punkte. Ja, weiter geht's. Team Chaos. Endlich bin ich Chaos-Fanclub-Leiter. Also den maximalen Level erreicht. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen mehr eingespielt. Und die Runden jetzt laufen auch tatsächlich immer besser, muss ich sagen. Wieder in den Flunder-Funpark. Yeah! Wo habt ihr eigentlich eure coolen Helme her? Ich muss auch so einen coolen Helm zulegen. Wobei ich auch meinen Hut mag. Es erinnert mich so ein bisschen an Filthy Frank mit dem Welcome to the Rice Fields, Motherfucker! Ach ja. Welcome to the Rice Fields, Motherfucker! Ja, willkommen im Reisfeld. Aber mal gucken, ob wir da lebend rauskommen. Oh shit, Hochdruckverunreiniger! Oh je, Mene. Ja, so ein Hochdruckverunreiniger ist schon ganz schön böse. So, aber mein Tintenschock genauso! Vor allem, wenn ich ihn verschwende. So wie in dieser Situation. Wenn die mich jetzt jagen, hätte ich ihn besser noch gehabt. Zu mir.
Als ob ich anfange, neuerdings im Team zu spielen. Leck mich! Ich hole mir die meisten Punkte fürs Eingefährt. Nein, ich versuche natürlich schon so ein bisschen im Team zu spielen. Es ist so, renn ins Platoon nicht andauernd deinen Teampartner hinterher und versuche irgendwie dieselbe Fläche nochmal einzufärben. Das bringt nichts, du brauchst keine zweite Schicht draufklatschen. Alles gut. Eil deinen Teamkamerad zur Hilfe, wenn er in die Mangel genommen wird. Aber ansonsten, färb die Flächen ein, die er nicht eingefärbt hat. Sieh zu, dass du einen anderen Bereich abdeckst. Oh, da komme ich doch durch. Da komme ich nicht durch. Ach, Frank. Warum bist du nicht durchgekommen? Du hättest doch wenigstens für mich durchkommen können. Weißt du, Frank tut mir einfach keinen Gefallen. Da rede ich über Teamgeist, über Taktik und was weiß ich, über Taktik. Ich habe voll über Taktik geredet. Und dann Frank. Totale Enttäuschung, dieser Frank. Aber mal gucken, hier ist immer noch ziemlich viel Silber. Ich mache mir nämlich ein bisschen Sorgen. Ich gucke auch hier relativ selten auf die Karte, muss ich sagen. Das war die Vespertoon 1 tatsächlich schöner. Dass man auf das Gamepad gucken konnte. Und hier muss man es halt per Knopfdruck aufrufen, die Karte. Naja. Aber das haben wir trotzdem sehr locker gewonnen. Na, wobei gar nicht mal... Also 10%, ja, 10% Unterschied, aber... Sah für mich fast ein bisschen mehr aus. Hätte ich jetzt höher eingeschätzt. Also, meiste Punkte, ein Kill, 5-mal den Tintenschock. Da bin ich doch sehr zufrieden mit. Und wieder meinen Beitrag geleistet. 36.000. Fast 37.000 mittlerweile. Aber reicht das? Team Ordnung hat doch wirklich schon einiges gewonnen bisher. Ja, Leute. Und alles, was ihr jetzt seht, das ist so ein bisschen nachkommentiert, weil ich zwar gestern mit aufgenommen habe, als ich mit Ansmash und Keanu gespielt habe. Allerdings hatte ich nicht bedacht, ihr Kommentar ist gar nicht zu hören, weil die Elgato ja nur den Spielesound, also es war so eingestellt, dass es nur den Spielesound aufnimmt und dementsprechend war der Kommentar der beiden jetzt gar nicht zu hören. Insofern habe ich mir dann gedacht, okay, komm, kommentierst das aber wenigstens nach, verewigst die beiden auf diese Art und Weise. Ja, und fasse euch mal so ein paar Runden zusammen. Also wir haben gestern 2 Stunden gespielt, haben nochmal versucht, unseren Beitrag zu leisten. Die ganze Zeit war ich im... Was war das? Standard? Standard und Profi. Also das hier ist auf jeden Fall Standard. Die ganze Zeit war ich halt im Profikampf unterwegs, ohne Freunde. Und jetzt quasi hier im Team wirklich mal. Leider hatten wir keinen vierten Mann an diesem Abend. Das heißt, Kalamar ist jetzt jemand, der... quasi so mit dazu gekommen ist. Aber an der Seite von Ansmash und Keanu, was soll das schief gehen? Die beiden haben schon ordentlich was auf dem Kasten. Und auch hier war es eigentlich wieder so, die beiden waren für die Kills zuständig und ich habe versucht, möglichst viel einzufärben. Oh, und weiß nicht warum. Agent 3 mich da so einfach mit der Sepisphäre platt macht. Ich muss sagen, an die meisten Waffen konnte ich mich zum Glück auch noch relativ gut erinnern. Splatoon 2 habe ich ja nicht so oft gespielt wie Splatoon 1. Aber konnte mich an das meiste noch sehr gut erinnern. Was mir allerdings neu war, ist diese Waffe, die Seifenblasen oder Tintenblasen verschießt. Und die hat mich teilweise auf einen ganz, ganz falschen Fuß erwischt. Genauso wie dieser Stempel. Oh, der ist bitter, weil er einfach nicht mehr aufhört. Der Gegner verfolgt dich einfach so lange, bis du platt bist. Das sind so Sachen, okay. Und dennoch muss ich sagen, ich vermisse meinen Tintentitan. Das war in der Anfangszeit von Splatoon 1 war das mit dem Tintentitan so cool. Schön mit dem Klecksroller rumgelaufen überall. Und dann war direkt vor dir ein Gegner aufgetaucht. Und der dachte, okay, jetzt kriege ich dich. Du bist nur ein wehrloser Typ mit einem Klecksroller. Ich schieß dich kaputt. Ja, und währenddessen Double Kill. Agent 3 und Agent 8. Ihr seid erledigt. Ja. Und dann, wenn es dann im richtigen Moment, schlägst du mit dem Tintentitan zu. Aktivierst ihn direkt vor deinem Gegner. Und du hast sie immer gekriegt damit. Später hat das nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also du hast wirklich gemerkt, je mehr Leute Splatoon gespielt haben, desto eher bist du auf Leute getroffen, die mit dem Tintentitan oder die ein sehr, sehr gutes Mittel gegen den Tintentitan hatten.
Das war dann schon nicht so einfach. Die konnten wirklich im Bruchteil einer Sekunde konnten sie auf diesen Tintentitan angemessen reagieren. Da war es nicht mehr so einfach, die Leute reinzulegen. Aber das habe ich immer gemacht. Mich aufgeladen schön und dann, wenn mal einer vor die Flinte kam, schnell den Tintentitan aktiviert. Das war meine Strategie, mit der ich auch wirklich sehr, sehr viele Punkte gemacht habe bei Splatoon 1. Ach, glorreiche Zeit 2015. Ich hatte auch wirklich vor, für Konsolenfalke nochmal ein extra Video zu machen, wo ich nochmal so ein bisschen über die Franchise rede und was mir die Zeit damals bedeutet hat. Ja, aber die Runde, die haben wir leider verloren und es war tatsächlich, dadurch, dass uns so ein bisschen der vierte Mann auch gefehlt hat, wir uns nicht hundertprozentig absprechen konnten, sind auch an diesem Abend tatsächlich einige Runden noch verloren gegangen. Endsmash hat natürlich auch mit seinem Level 52 ziemlich heftige Spieler angelockt. Wobei, ist das so? Ich weiß es gar nicht, ob das eine Rolle spielt. Ja, und hier sind wir jetzt mal in einer Wandelzone angekommen. Hier konntest du diese Scheinwerfer einfärben, die dann explodiert sind und dann wurde der entsprechende Bereich eingefärbt. Und das war eigentlich, ja, ich fand die Wandelzonen jetzt nicht so klasse, muss ich sagen. Also, da habe ich schon Besseres gesehen. Ich hätte gerne mal auf der Manta Maria gekämpft, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe. Aber irgendwie ist die nie da. Das ist der große Nachteil an Splatoon, ist halt echt, du kriegst online nur drei Maps zur Verfügung gestellt. Du kannst noch nicht mal zwischen diesen dreien wählen. Und irgendwie kommt gefühlt trotzdem, obwohl es drei sind, kommt irgendwie zehnmal hintereinander. Immer dieselbe. Das war ein bisschen nervig. Das ist das, was in Splatoon immer noch so ein bisschen verbessert werden müsste, meiner Meinung nach. Aber ja, mal gucken. Es wird hier so ein bisschen gemunkelt, das letzte Splatfest ist jetzt wirklich ein Splatoon 3 in Arbeit. Wird es noch für die Switch erscheinen? Ich bin persönlich mal sehr gespannt. Ich würde mir auch ein Splatoon 3 holen. Ich habe gestern bei der Aufnahme mit den beiden noch gesagt, ja, Splatoon 2 ist für mich ja eigentlich mehr ein Splatoon 1.5. Aber mit der Octo Expansion, die habe ich halt noch nicht gespielt. Die müsste ich doch ausprobieren. Eigentlich bin ich, rede ich da, glaube ich, ein bisschen verfrüht. Ich glaube, die Octo Expansion muss ich noch spielen und dann kann ich mir ein Bild machen, ob Splatoon 2 die 2 im Namen auch wirklich verdient hat. So muss ich aber sagen, immer noch ein richtig duftes Spiel. Ja, endlich mal eine andere Map. Damit hatte ich ja fast gar nicht mehr gerechnet. Und das ist erledigt. Bombengespammer hat an diesem Abend auch wirklich am meisten Spaß gemacht. Wirklich, das habe ich am liebsten verwendet. Mit dem Tintendüser kann ich nicht umgehen, obwohl ich den eigentlich am liebsten mag. Von diesen Spezialattacken. Aber, ja, zur Not müssen es die Curling-Bomben tun. Damit habe ich wirklich an diesem Abend den ein oder anderen Kill noch gemacht. Teilweise sogar, wenn ich erledigt worden bin und dann gab es irgendwie noch einen Rückpraller von der einen Bombe und tja, dann hat es auch meinen Gegner erwischt. Und diese Runde lief auch gar nicht mal so schlecht. Das war eine der besten Runden, die wir an diesem Abend hatten. Und ich dachte, okay, diesmal habe ich auch den ein oder anderen Kill hinbekommen. Da war ich doch bestimmt mal der Beste in meinem Team. Und dann guckt euch Keanu an. Dieser sucht die 12 Kills. Was zur Hölle? Tja. Aber auch Endsmash. Endsmash und Keanu, das ist wirklich was. Ja, und das ist auch so eine Geschichte, genau. Deswegen hatte ich das hier reingeschnitten. Das ist sehr, sehr oft beim Splatfest passiert. Die Verbindung ist nicht stabil. Ich bin sehr, sehr oft rausgeflogen. Jetzt könnte man... Lag das jetzt an mir oder lag es an Nintendo? Ich hatte ehrlich gesagt an diesem Tag bei keinem Spiel ein Problem, außer bei Splatoon 2. Und immer wenn ich die Leitung gecheckt habe, war es in Ordnung. Also, woran lag's? Wer weiß, wer weiß. Aber egal. Die Steinköhlergrube steht an. Und die stand irgendwie in 90% aller Fälle an. Das war wirklich so. Steinköhlergrube. Ich weiß sie mittlerweile auswendig, weil wir sie an diesem Abend so wahnsinnig oft gespielt haben oder spielen mussten. Juhu! Guck sich das einer an. Ey, yo, Captain Jack.
Ja, stimmt. Captain Jack. Mein Nemesis aus den 90ern. Ich muss Captain Jack besiegen. Es ist nicht hinnehmbar, gegen Captain Jack zu verlieren. Komm her, Captain Jack. Dir zeige ich's. Hey ho, Captain Jack. Wo bist du? Ich mach dich fertig wie ein Rettich. Damit ich endlich mit diesem 90er-Kapitel abschließen kann. Ein für alle Mal. Na bitte. Captain Jack erledigt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das wurde aber auch Zeit. Also dann, Leute. Und zum Schluss nochmal unsere letzte Runde. Es ging nochmal in die Wandelzone und die zeige ich jetzt aber komplett am Stück, ohne zusammenzuschneiden. Wir hatten an diesem Abend richtig gute Mitspieler, auch Oscar war einer von ihnen. Und ja, die letzte Runde sollte nochmal hoffentlich richtig gut laufen, nachdem wir an diesem Abend doch ziemlich viele Spiele verloren gingen, leider. Mal gucken, was wir reißen konnten. Die Wandelzone ist natürlich wirklich sehr, sehr weitläufiges Level. Du kannst hier massig, wirklich massig an Fläche einfärben. Und das, ja, das war noch so mit das coolste Gimmick hier einfach. Oder das einzige Gimmick eigentlich sogar mit den Scheinwerfern. Habe ich auch den ein oder anderen Gegner tatsächlich an diesem Abend mitgekillt. Mit dieser Scheinwerfer-Explosion. Hat in den meisten Fällen eigentlich ganz gut funktioniert, weil die Gegner natürlich auch immer so ein bisschen darauf gelauert haben, zu den Scheinwerfern zu gelangen und dadurch nochmal möglichst viel Fläche einzufärben, indem sie diese Dinger kaputt machen. Ja, hast du also eigentlich meistens einen Gegner da in der Nähe gefunden und dann... Also ich glaube, 2 oder 3 Leute habe ich auf diese Art und Weise erledigt, ja. War ganz witzig. Ja, Order. Mensch, ich mag deinen Helm. Ich habe mir gar nichts mehr gekauft. Die Ausrüstung tatsächlich, mit der ich in dieses Splatfest gegangen bin, ist immer noch die Ausrüstung, die ich nach 3 Wochen oder so in Splatoon 2 mir geholt habe. Ich habe auch keine Coupons und gar nichts. Also wie gesagt, ich konnte es ja auch ein halbes Jahr nicht mehr spielen wegen Nintendo Online. Und ich muss auch sagen, gäbe es Amazon Prime nicht, hätte ich immer noch keine Nintendo Online-Mitgliedschaft und hätte auch am letzten Splatfest nicht teilgenommen. Tatsächlich bin ich auch wieder so ein bisschen zu Splatoon 1 zurückgekehrt. Splatoon 1 war dann der Grund, mir ab und zu doch nochmal die Wii U anzuschmeißen. Natürlich jetzt auch nochmal das Mickey Epic Wii Let's Play, dafür lief die Wii U dann auch nochmal. Aber ansonsten höchstens mal für Splatoon 1, weil du da halt eben noch kostenfrei online spielen kannst. Und ich bin auch wirklich gewillt zu sagen, falls es nicht irgendwie doch an mir lag, das wirkte für mich so, als lag es dann doch eher an Nintendo. Ich bin immer noch nicht gewillt, dafür selber Geld zu bezahlen. Selbst wenn es ein sehr geringer Betrag ist. Auch nicht unbedingt für die NES-Klassiker, die reizen mich jetzt auch nicht. Das gab es auf Virtual Console und was weiß ich was alles. Gab es das schon 1000-fach. Und selbst wenn es das, das da nicht gegeben hätte, ist euch aufgefallen, dass ihr da eine Eingabeverzögerung habt? Eine ziemlich krasse sogar. Ich muss keine NES-Spiele mit Eingabeverzögerung spielen, glaube ich. Also, das hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können, aber sei es drum. Es ist, wie es ist. Nintendo Online bietet für mich noch nicht allzu viel und ich hoffe, dass das in Zukunft noch besser wird. Gut, wie lief diese letzte Runde? Oh, das könnte knapp werden. Konnten wir nochmal gewinnen? Ja, aber sowas von knapp. Knappe 50 Punkte vor dem gegnerischen Team. Und mit 2 sehr, sehr starken Mitspielern, Keanu und Smash. Das hat Spaß gemacht. Und ja, gerne irgendwann mal wieder splatten. Aber wie ging's denn nun aus? So, Leute. Die Stunde der Wahrheit. Wer ist jetzt aus dem letzten Splatfest als Sieger hervorgegangen? Team Chaos oder Team Ordnung? Ich bin gespannt. Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis, direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Vor den Arena-Neuigkeiten hat Marina noch etwas für uns. Wie, was? Im Moment habe ich nur eine leichte Panik.
Na, die Ergebnisse vom Splatfest sind doch da. Sind sie? Ach so, ja, also die Ergebnisse vom Splatfest sind da. So, dann schauen wir zuerst mal, welches Team am beliebtesten war. Das dürfte Team Chaos gewesen sein, oder? Bada bada bada, Buddha Buddha Buddha. Oh, das war sogar knapper, als ich gedacht hätte. Ja. Soweit so gut. Das Wichtigste. Der Beitrag. Und ganz ehrlich, ich fürchte, ich weiß schon, wie das ausgegangen ist. Aber schauen wir mal, vielleicht irre ich mich. Und es ist... Oh. Oh. Das ist eine kleine Überraschung. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe Team Ordnung immer vorne gesehen. Aber ihr seht echt, wie knapp das war. Wie ausgeglichen war es. Also Team Ordnung hat den zahlenmäßigen Nachteil doch ordentlich ausgeglichen wieder, muss man sagen. Donnerwetter. Knappe Niederlage. Oh, wow. Das Endergebnis. Naja, gut. Was mag da jetzt wohl rauskommen? Sieger des Splatfestes, des letzten Splatfestes, ist... mit einem satten 3:0 Team Chaos. Ja, das Chaos regiert und Marina guckt in die Röhre. Wir haben gewonnen und ich konnte zum Glück auch einen kleinen Beitrag leisten. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich... Ich glaube, insgesamt der überwiegende Teil der Matches habe ich, glaube ich, verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war relativ ausgeglichen. Ich habe gerade am Samstag relativ lange gespielt. Aber ein bisschen was konnte ich hoffentlich beitragen. Es ist an der Zeit, dass sich alles ändert. Wir fangen mit Tentacool an. Oh nein! Oh nein, was hast du jetzt vor? Du wirst doch nicht... Was hast du vor, Perla? Okay. Du musst das wirklich nicht tun, Perla. Ihr seid doch unzertrennlich. Jetzt kommt der Twist, oder? Jetzt kommt der Twist. Es ist Zeit, dass Tentacool sich... an neuen Musikrichtungen versucht. Na endlich jodeln. Einen Jodler höre ich gern. Aus der Jungf... Achso, Inkstep. Inkstep, das ist cool. Color Metal. Alles ist möglich. Wir übernehmen die ganze Welt. Ach Marina, da fällt dir aber ein Stein vom Herzen, oder? Oder bis seine Solo-Karriere Fahrt aufnimmt. Oh, jemine. Oh. Ach, schön. Perla ist ja doch ein Schätzchen. Du und ich gegen den Rest des Universums. Ach, das ist schön. Ein dickes Dankeschön an all unsere Fans, die immer zu uns gehalten haben. Genau. Die Splatfeste mögen vorbei sein, aber Tentacool legt jetzt erst richtig los. Okay. Ja, und das war's dann auch von meiner Seite aus von Splatoon 2. Mit diesem... doch etwas umfangreicheren Spezialpart vom letzten Splatfest. Da wollte ich unbedingt doch nochmal was zu zeigen. Danke auch nochmal an Keanu und an Endsmash für einen sehr schönen Splatfest-Abend. Und ja, was soll ich sagen? Mir hat es Spaß gemacht. Splatoon ist in meiner Gunst immer noch sehr, sehr weit oben, Splatoon 2. Woran ich mich noch probieren muss, ist die Octo-Expansion. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich aber auch in der Zukunft sicherlich noch nachholen. Also es wird noch einiges an Spielstunden obendrauf kommen. Nur Let's Play technisch. Werden wir es wahrscheinlich hier an dieser Stelle mal gut sein lassen. Es sei denn, es kommt nochmal irgendwas super Spezielles, was ich unbedingt nochmal zeigen muss. Das soll man ja nie ausschließen.
Für den Moment sage ich aber vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.